So, was gibt... Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 Thieves End. Wir sind hier... Oh! Gleich zurück. Was hast du? Weiß ich noch nicht. Wir sind hier mitten in Madagaskar, ne? War das? An einem Vulkan. Was guckst du? Was guckst du? Geh her. Ich mach keine Witze. Wir können los. So. Das schreit doch alles hier nach Schätzen. Sieh da vorne Ruinen. Da will ich hin. Wartet hier, ich sehe mich mal um. So, danke ich, Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuche. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Schrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Kannst doch heiße Ware jetzt bestimmt auf verschiedene Weise loswerden. Na schon, aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Ja. Ich lerne sie kennen. Es ist schwierig, mit einem Typen zu chatten, der zu sehen Antiquitätenmeister 37 heißt. Hä? Sally, was soll das? Ich bin da. Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Ah, hier ist... Oh, what? Er kam nicht her, oder? Ja, ich glaube, der kam nicht her. Ah, hier ist die Handball. So, Drift. Oh, sorry. Oh. Sorry, musste mich kurz abspülen. Abkühlen meine ich. Bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, besser löschen. Ich glaube nicht, das habe ich als Artefakt gesehen, als ich diesen Tag von Vulkan. Das sind die Geländewagen. Warte, Sally. Ist das, du hast tatsächlich Nachforschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klingschalter sein, Junge. Ja. Ist das geil hier durch die Matsche. So, wir müssen natürlich hier... Jungs, hier muss ich einmal aussteigen. Ja, da ist halt Erdung. Was haben wir denn hier? Hast du was gesehen? Ein Wasserfall sehe ich hier. Da muss ich mal gucken gehen. Hinter einem Wasserfall ist doch immer irgendwas. Oh. Oh. Beinahe von der Kiste erschlagen worden. Kiste. Ups. Was ist hier so schönes? Oh. Gar nichts. Ah ja. Oh, ein Schätzchen. Eine Notiz. What is this? Lesen. 2. Juni 1702. Captain Harrison. Es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind. Und unsere Hoffnung, dass Sie Captain Harry finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten hat den Glauben meiner Männer gestärkt. Aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben. Oder schlimmer, mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Daher werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet ihrer Anweisung so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können. Und uns selbst auf den Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf sie treffen. Lieutenant Sherwood. 4. Infanterieregiment unter der Lizenz des Ostindien-Kompanie. Der Ostindien-Kompanie. Avery hatte viele Fans. Und Freunde. Naja. Weniger Freunde, mehr Fans. Im schlechten Sinne.
Oh, hier muss ich durchspringen. Let's go! Ich muss mal durch. Hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Ernst? Hey, mein Klaus. Sag mal, meinst du, was ich da drin gemacht habe? Puppen gespielt? Ja. Das Ding hier, Airbags? Oder Rettungsschirme? Nee, das Ding hat einen Profifahrer. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Dann scheint hier unten nichts zu sein, oder? Hat das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Aber hier, die Steine müssen weg. Hier habe ich immer Gas bei. Vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Dieses Steine-Stapeln bei Assassin's Creed Valhalla, ey, dann habe ich Gas. Oh, da bin ich beinahe durchgedreht, ehrlich, ich schwöre. Deswegen muss ich die jetzt von Hass zerstören. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, Frank, ganz langsam. Oh, no! Sorry, ich muss das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Oh. Ich will da nicht sauber ankommen. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, Frank, ganz langsam. Ja, dann schön in der Mitte. Ja, Beifahrer ist in der Mitte. So gut. Ja, alles top. Ja, der Herr im Himmel hat die Brücke einstürzen lassen. Verflucht den lieber. Auf nach oben. Rutschparty. Noch will ich nicht nach oben. Was ist denn hier? Oh, hier ist nach unten. Da will ich auch nicht hin. Dann will ich doch nach oben. Gut, dann wie mit dem Steiger über die Steine. Für mehr Grip. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, bitte. Oh. Hey, festhalten, Leute. Junge, ich bin wackelig. Oh, mein Rückgrat. Ehrlich, stell dich nicht so an. Hier wird gehobt zu deiner Ehre. Alles hier? Nichts. Ja, Auto kaputt. Ach da, okay. Da, Reifenspur. Hier ist jemand durchgekommen. Seht mal, da oben auf dem Hügel steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. So, jetzt. Hey, Victor, worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Stehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Hoffnung, wenn es mal regnet oder matschig ist. Aber Nate war so begierig. Hat er den Preis verdoppelt? Den hätte er so oder so verdoppelt. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Bin ich blöd? Ach, da oben sind Reifen. Ich sehe es jetzt. Ah, okay, okay. Bin ich da richtig gefahren? Ey. Okay, haltet euch fest. Scheiße! Wieso brechen die Sachen eigentlich immer bei uns ein? Oh, was ist das Ding? Oh.
einfach langsam, Junge. Ja. Was war das für ein Viech? Da aus dem Panda oder Puma? What the hell? Also Nathan, du glaubst Avery, True und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Man weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Alles wird halbrecht. Oder auch nicht so holprig. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Weg, Junge. Sorry, Sally, da war... What the fuck is this? Warum ist das schwarz? Ist da unten was? Hier ist da was. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Hier geht's hoch. Oh, ein Schätzchen. Oh no! Schauen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Und los. Und nein. Nehmen wir dich mal mit. Große Pläne für diese Winde. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja. Das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Ah, hier wurden mehrere Sachen festgemacht. Doppelt hält besser. Nochmal runterkommen ist aber auch eine schwierige Nummer. So, das sollte reichen. Muss ich das hier jetzt nochmal aufzeichnen? Toll. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Hat Spaß gemacht. Ist steiler als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sally? Bitte. Da nützt nicht. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ja, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Nur noch die Winde losmachen und es kann weitergehen. Alter, so wie der umgesprungen ist, ey, könntest du dich vors Knie, bist du kaputt, ey. Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow, spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückten Welt. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Da vorne ist noch ein Turm.
Da scheint auch was zu sein. So, und wenn die sich da hinlegen. Nach Südafrika. Damn. Und all das schafft sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, soll einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, naja. Dauert trotzdem. Das Ding hier Airbags oder Rettungsschirme? Was ist Airbag? Bleib da! Hey, hast du was gesehen? Ja, alte Ruinen sehe ich hier. Oh, alles hier? Hier ist nichts. Was ist der denn? Wieso springt der da an das Ding dann? Erledigt. Der Autoverleihmann wird nicht happy sein. Wir haben ein paar Beulen reingehauen, aber ist scheißegal. Ups. Hey Nathan, sieh mal, die Höhle da. Das hatte ich vor. Ich spring mal kurz raus. Waldmanns Heil. Genau. Ah, eine Puppe von dem Ding. Da ist nix. Was hat hier Kid? Ups. Sonst nichts hier, nur so eine kleine Kackstatue. Hätte man so eine Spezialwaffe hinlegen können. Ein Schwert oder ein Boomerang. Hat sich nicht gelohnt, Jungs. Abrollen. Hey, zur Seite. Hey, zur Seite. Vorwärts. Hey, Jungs, geh mal auf Seite. Excuse me, wir haben. Also mach Platz. Stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Hm. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Die haben da oben ein Schaf geschützt. Scusi, scusi, wir sind Tudi, Tudi. Ich nicht spreche in Spanisch. Die sprechen Indonesisch? Das hatte ich, wir müssen hier parken. Da vorne ist schon einer von den Ratten. What the fuck ist... Kann ich die Zielhilfe ausmachen? Die ist ja voll... aus. Oh, jetzt läuft er da wieder flüssig. Der Kollege da. Da oben ist der Snipper, da ist noch einer. Oben ist auch noch einer. Ich sehe den aber von hier aus nicht.
Also ich sehe den schon, aber Nathan sieht den angeblich nicht. Richtig, hier ist keiner. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis Befehle kommen. Was Neues von den anderen? Noch nicht. Können wir ihn melden, dass wir bereit sind? Der Befehl lautet abwarten, also nein. Zeit für. Ja. Nicht was zu sagen. Ja, das alles viel schneller erledigt. Nachdem wir mal vielleicht ganz gut, dass wir sagen. Oh, da oben ist ja auch einer. Geschieht ihnen recht. Hoffentlich erwische ich sie. Bei deinen zittrigen Händen müssten sie schon sehr nah an dich rankommen. Ich werde sie abknallen. Wollen wir wetten? Um das Übliche? Yeah. Nathan Drake hat euch mal eben beide getötet. Beziehungsweise hat ne, natürlich nicht getötet. Ich habe sie chirurgisch wieder eingerenkt. Der Scharfschütze hat gar nichts gerafft. Das ist gut. Hier einer, versteckt oder so. Also am liebsten würde ich jetzt erstmal zu den Schützen den Schaf da hoch. Oh, nevermind, wir gehen erst zu dem da hinten. Habe ich schon markiert. Oh. Der Snipper. Bleiben aber erstmal bei der IK-47. Kollege, guck mal in die andere Richtung. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, hier ist Ablenken. Und der kann da nicht hoch. Ja, da hinten, hier ist nichts. Rum. So. Richtig leise, so weißt du, so dumm, dann. So, der hat schon mal den Genickbruch des Jahrtausends. Auch noch einer? Sam!
What the fuck, Digga? Es hat anscheinend keinen getriggert, aber what? Digga, ich bin... wie weit von... Wie weit oben ich da auf den drauf gesprungen bin, der... Alter, der... Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Ja. Scheiß Sam, geh mir aus dem Weg! Ich weiß, wo mein Fahrzeug ist, Game, ganz ruhig. Aber ich muss da gucken, ob hier Loot ist. Der wichtige Stuff ist. Nicht voll. Ja, ich bleib bei der guten bewährten altbewerteten AK. Oh ja, mit der AK wie. Ein Gangbanger. Rebels ein Video, spiel ich wicke den Endgegner. Rapper, wissen wir, die Mama wie ich habe die Color Schmied. Oh, wieso geht er so langsam? Sieht so geil aus, wie er springt. So, Jungs. Wieso sagt ihr eigentlich nichts dazu, dass ich die alle ausgeschaltet habe wie ein Ninja? Ganz einfach und easy. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? So, Jungs. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Dafür kommen wir wenigstens zum Punkt, Sully. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen. Also ist Rafe da im Vorteil. Ich wusste, irgendwas muss da sein. Alter, wie sogar detailliert die AK einfach da liegt. Das ist so geil. Ich liebe solche kleinen Details. Ich kann die heulen vor Freude. Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast du recht. Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast verdrehen? Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Das verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Hallo, du sitzt vorne auf dem Motorhaube. Bist du ein Affe, Nate?
Ganz leise und unauffällig, oder? Ja, so eine steingeschleuderte. Ja, das ist eine Waffe nach meiner Art. Komplett Müll, aber scheißegal. Hauptsache für die Memes. So. Sully, was wolltest du sagen? Oh ja, klar. Also, du sag mal, wie hast du dir die Zeit im Knast eigentlich verdient? Ach, weißt du, einer der Wachmänner hat mich über seine Fittiche gesetzt. Bin gleich zurück. Nathan? Ja, entschuldige. Okay, dann los. Sam, was wolltest du sagen? Ach ja. Einer der Wachmänner hat seine Fittiche gesetzt. Er hat mir immer Bücher aus dem Schreiben. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisieren, nach Gangs raushalten. Ich hab viel nachgedacht. Das war's. Sam, wenn dir dieser... Hey, ist das ein Brunnen? Langer, harter Weg. Kapiert? Weil es lang und hart würde. Hey, was machst du da? Könnte nützlich sein. Kann ich das nicht mitnehmen? Was haben wir denn hier? Avery, höchstpersönlich. Ich weiß nicht, warum ich damit nehme, aber warum nicht? Geh rum, Nathan. Ja, als ob du damit jetzt nicht da hochgehen kannst. Ich bin stark. Ja, lässt du doch nicht los. Hi. Okay, jetzt. Verdammt. Oh, sorry. Diesen Piraten war nicht zu spaßen. 11. Juni 1702. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet und wie auf Kommando schlenderte eine weitere Gruppe leichtsinniger Kopfgeldjäger und Ruhmsucher durch unsere Lager. Sie haben sich tapfer geschlagen und einige unserer Kameraden getötet, aber es gab niemals Zweifel am Ausgang des Kampfes. Zwei Regimente der Ostindien-Kompanie besiegt in nur 2 Tagen. Ich hoffe um ihretwillen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Ihr selbstgerechter Leutnant Sherwood hat lange genug gelebt, um Captain Avery zu beleidigen und uns einen großen Anteil des Kopfgelds sowie eine Begnadigung im Austausch gegen Informationen über Averys Aufenthaltsort zu versprechen. Avery bietet uns etwas Größeres als Gold, sagte ich, bevor ich seine Beleidigung mit meinem Schwert ein Ende setzte. Abgesehen von unseren Verlusten waren diese britischen Schweine außerdem viel besser ausgestattet als die letzten. Ihre Stiefel und Pistolen werden uns von großem Nutzen sein. Thomas Hughes Siegel. Thomas Hughes. Die haben einfach hier unten gekämpft, Dicker. Ich will mir mal erklären, wie ich da hinkommen soll damit. Es ist Game Out of His Goddamn Mind. Ich hab das versucht, Spiel. Ich hab das versucht, wirklich. Aber Nathan ist nur nach oben gesprungen, den Doofen. Ja, eigentlich geht's ja dann um den Schatz. Weißt du was? Testet einmal, wenn es nicht klappt, dann scheiß auf den Schatz. Das ist ja nichts Story-Relevantes. Das ist ja nur zum Sammeln. Das Ding in deiner Hand, ja. Ja, wird doch nicht an dem Pfeiler hängen. Ah, jetzt kann er damit klettern, was?
Hey, Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Okay, eine Sekunde. Erschreckend leise. Okay, was haben wir hier? Oh, ich will was Cooles bekommen. Oh, oh. Höhenwasser. Gott. Ach mal, einen Moment kurz. So, Jungs, hab ich wieder. Oh, Sadi, du kannst auch ruhig fahren, wenn du möchtest. Nichts Großartiges. Ich zeig's dir im Hotel. Wolltest sagen, ne? Oh, ja. Wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Ableitung. Den Wachmann nie wieder gesehen. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Und im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Na, damals war er nicht der Mann, der heute ist. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnitte verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Da stand er auf Shoguns und die Zeit. Das war der Mittelsmann. War er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Das könnte er bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Na dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Also, kommt ein Pirat in eine Bank. Alles gut. Dann mal los. Dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Der Pirat antwortet, arr, das lass mich durchdrehen. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Die Sauersalli, Alter. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Werden doch einfach mal... Hat das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Sag Bescheid, wenn ich die Augen aufmachen kann. Am besten lässt es immer zu, Sally. Was haben wir denn hier? Hier kann ich nicht aufsteigen. Was ist denn das für Mo? So. Okay, Sekunde. Bring mir was Schönes mit. Ja, und dann... Okay. Gut. Mit Fahrgelegenheit? Ich wollte eigentlich das Auto da oben stehen lassen, damit wir auch wieder relativ gut zurückkommen, aber... Nate, hast du was gesehen? Seht euch das an, Leute. Was ist das? Ein Turm. Cool. Cool. Da oben ist was drinne. Glaube ich. Also wird so aus gerade. Ah. Heilige Scheiße. Von da oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Ah, hey, hey, da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline sollten wir zu sehen. Schwer zu sagen. Das ist unser Auto. Da 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 da. Oh no, er sollte sich doch nur festhalten. Wollte mich doch. Ich wollte nicht da runterspringen, ne, ich wollte einfach. Also runterklettern. Mann. Seht euch
Mach das an, so ein Billo. Was ist das? Cool. Heilige Scheiße. Hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Ja. Hey, ich sehe. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Muss mal kurz einen kleinen Cut machen, komm sofort wieder.